Liebe Eltern unserer Kitas hier bei uns im Caritasverband, wir hoffen Ihnen und Ihren Lieben geht es zu unseren jetzigen Zeiten gut. Wie Sie wissen, haben wir ab dem kommenden Montag beginnt ja wieder oder gehen wir wieder in unseren Regelbetrieb über. Diese Nachricht haben Sie ja von uns oder eben aus den Medien und sonstiges ja auch schon erfahren. Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen oder aufgrund der steigenden Infektionszahlen haben wir uns bei uns in den Kitas überlegt, bis zum 31.08. erstmal alles so zu belassen, wie es vorher auch war. Also das heißt, die Betreuungszeiten werden erweitert, also laut Ihrem Betreuungsvertrag auch, das steht außer Frage. Was wir aber eben schon auf jeden Fall machen möchten oder was wir beibehalten möchten, um eben auch unsere Kinder und unsere Mitarbeiter und auch sie zu schützen, dass wir eben die Eingänge in allen Kitas so benutzen wie vorher auch, dass wir unsere Gruppen, so wie es eben vor Corona war, im Moment auch noch nicht vermischen. Normalerweise dürften wir jetzt zu den gewohnten Konzepten in unseren Kitas zurückkehren. Das machen wir aber eben noch nicht, sondern warten einfach erst noch mal bis zum 31.08. ab. Das sind dann noch gute 2 Wochen. Wie es hier bei uns einfach im Land auch weitergeht, wie die Infektionszahlen sich entwickeln. Wir hoffen einfach, sie gehen runter, aber das kann man ja aktuell noch nicht absehen. Also das heißt eben, wie schon gerade gesagt, wir werden unsere Gruppen nicht vermischen. Sollten wir einen Corona-Fall in unseren Einrichtungen haben, was wir natürlich uns nicht wünschen und auch auf keinen Fall, hoffen natürlich, können wir dann zumindest eingreifen und sagen, wir schließen nur diese eine Gruppe, wenn wir es müssen und müssen nicht die ganze Kita schließen. Also im Moment dürfen sich eben einfach die Kinder noch nicht gegenseitig besuchen. Es werden noch keine gruppenübergreifenden Angebote gemacht. Wir verbleiben in den Gruppen, wie es jetzt auch so war. Daran ändert sich nichts. Sie benutzen die Eingänge, so wie es auch so war. Sie bekommen aber auch noch mal aus Ihrer Einrichtung ein Infoschreiben mit allen weiteren Infos, die Sie benötigen. Und sollten Sie noch Fragen haben, welche Fragen auch immer, da stehen Ihnen die Mitarbeiter der Einrichtung wie gewohnt natürlich auch zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall für die nächste Zeit alles Gute, bleiben Sie gesund und wir hören auf jeden Fall wieder voneinander. Tschüss.